Hallo zusammen, heute ein neues Video zum Thema Wildtiergenetik. Es geht heute um die Frage der Landschaftszerschneidung, der sogenannten Fragmentation, wie man das auch fachlich nennt, und die Frage, wie weit so etwas Wildtiere gefährden kann. Das Ganze machen wir am Beispiel des Rothirsches. Wir könnten dafür auch viele andere Arten verwenden, die das Thema Fragmentation und Probleme durch Fragmentation letztendlich auch widerspiegeln. Aber wir wissen beim Rothirsch schon seit relativ langem um diese Probleme. Wir hatten diese Art schon als Modellart sehr früh gewählt. In meinen eigenen Untersuchungen in den 1980er Jahren habe ich vieles am Beispiel des Rothirsches eigentlich auch mir angeschaut. Und das geht bis heute so. Es gibt auch ganz aktuelle Arbeiten, zum Beispiel von den Kollegen aus Gießen, von Gerald Reiner, Professor Gerald Reiner, der sich da auch mit beschäftigt hat. Und deswegen haben wir jetzt hier mal diese Beispielart genommen. Hinzu kommt, dass das Thema Landschaftszerschneidung auch durchaus umfangreicher ist, als das jetzt auf den ersten Blick scheinen mag. Es ist also nicht nur die klassische Autobahn, die da diese Probleme macht. Es gibt da durchaus auch andere Faktoren, die ähnliche zerschneidende Effekte haben, also fragmentierende Effekte haben. Und deshalb heute einfach mal ein paar Punkte aus genetischer Sicht auf diese Thematik. Und wie gesagt, Rothirsch dient als Beispielart. Ich komme nachher auch nochmal drauf zu sprechen, welche Rolle das jetzt gerade auch für diese Art tatsächlich hier in Mitteleuropa spielt. Wie schon gesagt, Fragmentation kann eben durchaus durch verschiedene Faktoren entstehen. Ein möglicher Faktor sind natürlich klassischerweise die Straßen. Genauer gesagt eigentlich die Autobahnen, nämlich die Straßen, die kreuzungsfrei sind und die deshalb komplett auch gezäunt sind. Dieses komplette Zäunen ist ein Phänomen, welches wir ja erst seit ein, zwei Dekaden eigentlich so konsequent sehen. Deshalb konnten wir eigentlich auch früh in den 80er, 90er Jahren durchaus auch Situationen erfassen, die zwar Autobahnen als Faktoren untersucht haben, die aber eben noch keine Zäune hatten. Und das war eigentlich ganz interessant, was sich da auch ergeben hat. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Darüber hinaus gibt es aber eben auch andere Verkehrswege, das können auch Bahnstrecken sein, ICE-Strecken zum Beispiel, die sehr intensiv befahren sind, die dadurch eine zerschneidende Wirkung haben. Es können auch nicht gezäunte Straßen sein, die eine sehr hohe Verkehrsfrequenz haben. Wir haben das im Thema Wildtiermanagement ja schon mal bei dem Thema Wildtier und Verkehrswege erläutert, für diejenigen, die es interessiert. Wir werden das auch nochmal hier verlinken, können Sie gerne mal in dieses Video reingucken. Da geht es auch um die Frage zum Beispiel, wie ist die Verkehrsdichte und wie weit kann das zerschneidend wirken. Das heißt, sehr viele Fahrzeuge können dazu führen, dass die Tiere, also gerade lernfähige Tiere, die Straße gar nicht mehr queren. Oder umgekehrt können viele Fahrzeuge auch dazu führen, dass zum Beispiel kleinere Wirbeltiere, Wechselwarme wie Kröten, auf ihrer Wanderung die Straße natürlich doch noch nutzen, aber dann eben in einer signifikant hohen Zahl durch den Verkehr auch zu Tode kommen. Also das kann verschiedene Auswirkungen haben. Darüber hinaus ist aber auch ein ganz anderes Thema beim Rothirsch gerade, also bei Arten, die genutzt werden, die auch normalerweise nachhaltig genutzt werden, kann das Problem der Bejagung entstehen, also beispielsweise das Problem der sehr intensiven Bejagung in bestimmten Flächen, sodass also praktisch durch diesen Jagddruck in der Fläche die Tiere die Flächen entweder gar nicht mehr nutzen oder dort, wenn sie denn die Flächen nutzen, sehr schnell zur Strecke kommen, erlegt werden und damit dann praktisch Ausbreitungen oder Wanderungen oder Austausch zwischen Teilpopulationen irgendwann noch sehr schwierig möglich ist. Also auch die Bejagung kann ein entscheidender Faktor sein. Und gerade beim Rothirsch, wir haben das schon an anderer Stelle uns angeschaut, auch hier, das verlinken wir hier drunter nochmal, das Video, wo es im Grunde um den Rothirsch und sein Management geht, das heißt auch zum Thema Wildökologie und auch das Wildtiermanagement, können Sie dort einige sich nochmal anschauen. Da geht es definitiv darum, dass eben hier rotwildfreie Gebiete in vielen Bundesländern geschaffen werden, wo also kein Rotwild leben soll, wo eigentlich ein nahezu Ausrottungsgebot herrscht. Dort ist es natürlich besonders drastisch und dort ist natürlich dieses Thema intensive Bejagung durchaus ein ganz, ganz mächtiger Zerschneidungsfaktor. Wir haben, wie eben schon erwähnt, das Rotwild als Modellart schon seit den 1980ern untersucht. Da gab es frühe Arbeiten von Fritz Bergmann in Göttingen,
der sich dort mit beschäftigt hat. Auch unsere eigene Arbeitsgruppe in Göttingen damals hat das sehr intensiv getan. Und in den frühen Jahren haben wir das mit Isoenzym-Genmarkern untersucht. Die Isoenzyme haben wir ja im Laufe dieser Lehrveranstaltung schon mal kurz besprochen. Und es gab dann zunächst mal ganz interessante Ergebnisse, die zunächst mal noch gar nicht so sehr dramatisch waren. Ich will das jetzt hier mal ganz kurz skizzieren. Es war praktisch die Situation in Südniedersachsen, im Wesentlichen Nordhessen. Machen wir es mal ganz schematisch. In Südniedersachsen haben wir also praktisch den Harz als Mittelgebirge praktisch mittendrin liegen in einer flachen Landschaft. Wir haben hier oben irgendwo die Lüneburger, ich kürze es mal ab, Lüneburger Heide. Wir haben dann hier im etwas südwestlich vom Harz den Solling zum Beispiel. Und wir haben dann hier Richtung Nordhessen irgendwo noch den Reinhardswald. Und wir haben praktisch Rotwild untersucht mit Isoenzym-Genmarkern aus diesen und auch aus anderen verschiedenen Herkunftsgebieten, also diesen Populationen oder Teilpopulationen, und haben im Grunde festgestellt, dass es durchaus zu genetischer Differenzierung kommt, dass es zu genetischer Differenzierung durchaus zwischen diesen Teilgebieten kommt, dass aber also immer noch irgendwelche Austauschfunktionen hier gewährleistet sind in mehr oder minder geringem Umfange. Wir haben weiterhin festgestellt, dass zum Beispiel hier die Weser als Fluss zwischen Harz und zwischen Solling und Reinhardswald keine Barriere darstellt, dass aber gewisse Differenzierungswerte schon darauf hindeuten, dass eben zwischen diesen relativ isolierten, aber nicht komplett isolierten Rotwildvorkommen Lüneburger Heide und Harz oder Harz und Solling auch nicht mehr ein kompletter, vollständiger Austausch stattfindet, sondern nur noch ein eingeschränkter Austausch. Das Ganze ist nicht weiter dramatisch zunächst mal. Wir wissen, dass bei großen mobilen Säugetieren ja auch nicht ein kompletter Austausch stattfinden muss. Es reicht, wenn eben pro Generation eine bestimmte Anzahl an Individuen diese letztendlich Wanderung unternimmt und damit auch letztendlich für einen genetischen Austausch immer wieder sorgt. Interessant war, dass wir also innerhalb der Lüneburger Heide, ich mache es mal schematisch, da gibt irgendwo die A7, geht hier lang, die geht übrigens auch hier lang. Da haben wir also festgestellt, dass auch zwischen der westlichen und der östlichen Seite der A7 Austausch stattfindet, dass die genetischen Strukturen ähnlich sind, dass aber auch hier Differenzierungswerte etwas erhöht sind. Das ist insofern interessant, als vielleicht 10 Jahre zuvor, in den 1970er Jahren noch berichtet wurde, dass in einem Teil, wenn Sie mal die A7 langfahren, können Sie es auch erkennen, ein Teil der A7, da weichen die beiden Fahrspuren, die Nordrichtung und die Südrichtung, auseinander. Und dazwischen ist dann ja im Grunde 100 Meter, vielleicht nicht mal ganz 100 Meter breiter, grüner Streifen. Und dass sogar zwischen diesen beiden Fahrbahnen der A7 in den 1970er, frühen 80er Jahren noch Rotwildbrunft stattgefunden hat. Das zeigt natürlich auch, dass diese Autobahn, die nicht gezäunt war zu dem Zeitpunkt, noch durchlässig war. Wenn wir uns das Phänomen Rotwild und Zerschneidung mal 10 Jahre später anschauen, und wir bleiben beim Harz, ich mache nochmal hier eine Skizze, der Harz war bis in die späten 1980er Jahre unterteilt in eine ehemalige DDR-Seite und in eine ehemalige Bundesrepublik Deutschland-Seite. Und hier war natürlich auch die Rotwildpopulation oder die Rotwild-Teilpopulation des Harzes definitiv unterteilt, sodass also hier praktisch über diese Grenzbefestigungsanlagen der damaligen DDR so gut oder praktisch definitiv kein Rotwild passieren konnte. Und das hat man dann untersucht. Es gibt Arbeiten von Strölein und Co-Autoren, die da zeigen konnten, dass hier definitiv unmittelbar nach der Grenzöffnung, nachdem also diese Grenzanlagen abgebaut wurden, der sogenannte eiserne Vorhang, dass hier dann die Rotwildstrukturen deutlich unterschiedlich waren, signifikant differiert haben, dass sich diese signifikante Differenz aber in wenigen Jahren nach der Grenzöffnung aufgelöst hat. Das heißt also, man kann sagen, dass 40 Jahre deutscher Teilung eben durchaus auch auf das lokale Rotwild einen Einfluss hatte.
dass aber umgekehrt, sobald diese Barriere verschwindet, offenbar der Austausch dann auch wieder funktioniert hat. Das waren eigentlich sehr frühe, aber auch sehr interessante Erkenntnisse zur Rotwildgenetik. Sie können vieles auch von dem nachlesen. Wir verlinken auch die ein oder andere Publikation unter dem Video. Und im Übrigen haben wir auch ein paar Literaturzitate hier noch angegeben. Das können Sie auf jeden Fall auch dort nachlesen, wenn Sie da weiter tieferes Interesse dran haben. Diese Entwicklung scheint also auch progredient fortgeschritten zu sein, nachdem zum Beispiel eben nicht nur Grenzanlagen undurchlässige Barrieren waren, sondern indem auch beispielsweise Rotwildgebiete zunehmend isoliert waren, einfach durch einen sehr hohen Jagddruck zwischen den Rotwildgebieten, sodass wir also heute es wieder mit einer zunehmenden Anzahl auch ja bedenklicher Befunde, kann man sagen, bedenklich im Sinne von der Frage des Verlustes genetischer Variation zu tun haben. Gerade die Arbeiten eben von Willems und Co-Autoren oder von Professor Reiner und Willems aus den letzten Jahren sprechen hier eigentlich eine relativ deutliche Sprache, sodass dieses Thema also weiterhin problematisch ist. Noch interessanter wäre natürlich die Frage, also Reiner und Willems haben das vor allen Dingen in Hessen untersucht, noch interessanter wäre die Frage, ob wir möglicherweise irgendwann mal auch eine Untersuchung in Bayern durchführen könnten, wo definitiv ja dieses Ausrottungsgebot zwischen den Rotwildgebieten herrscht und eben sehr, sehr große und sehr breite Streifen an Landschaft definitiv rotwildfrei gehalten werden. Das wäre praktisch schon der Blick, was in Zukunft auf jeden Fall sinnvoll wäre. Sie sehen hier nochmal die altbekannte Karte der Deutschen Wildtierstiftung in verschiedenen Farben, von Gelb bis dunkles Beige, die Rotwildvorkommen und ihre geschätzten Dichten angegeben. Gelb ist eher wenig, dunkelbraun ist dann relativ viel. Sie sehen also, in ganz Deutschland ist das Rotwild vor allen Dingen in niedrigen bis mittleren Dichten vorhanden, mit ganz wenigen Ausnahmen. Sie sehen aber auch, dass gerade Süddeutschland, wenn Sie hier unten mal schauen, eben sehr, sehr große, per Gesetz rotwildfrei zu haltende Flächen hat. Also Baden-Württemberg, Bayern ist da so ein bisschen der in Anführungsstrichen negative Spitzenreiter. Sicherlich drückt auch aus den Rotwildvorkommen hier und da mal Rotwild in die Umgebung hinaus, aber im Großen und Ganzen sind eigentlich hier die großen Probleme. Und hier oben natürlich in Nordniedersachsen ist natürlich sehr viel Agrarfläche mit sehr wenig Wald als Deckung und als Rückzugsgebiet, sodass dort eigentlich auch das Rotwild praktisch verschwunden ist. Hat aber im Grunde andere Gründe, nicht weil es von Menschen gezielt dort in Anführungsstrichen ausgerottet wird, lokal zumindest, sondern dort hält es sich einfach nicht, weil letztendlich die Lebensraumbedingungen nicht optimal sind. Hier oben in Vorpommern, Mecklenburg, östliches Brandenburg, da haben wir noch auf niedrigem Niveau, also in mittelrecht niedrigen Dichten, ein recht zusammenhängendes Rotwildvorkommen. Und wen das interessiert, der kann natürlich auch nochmal die Videos angucken, wo es zum Beispiel um die Rückkehr des Wolfes geht. Wir sehen, dass sich gerade hier in dieser Region auch Wölfe als sesshafte Rudel am ehesten angesiedelt haben. Das ist ganz interessant, dass das wahrscheinlich auch mit der Beutesituation zusammenhängt. Ja, ein weiteres Beispiel aus Vorpommern. Das ist zwar so ein bisschen gegen den Strich gebürstet ist und wo man eigentlich auch sieht, nicht alles, was genetische Differenzierung ist, ist immer durch Barrierewirkungen verursacht. Es gibt auch andere Ursachen. Das muss man einfach fairerweise sagen und muss es auch wissen. Man liest also sehr viele Untersuchungen, wo man nach dem Bau zum Beispiel einer Autobahn die genetischen Strukturen bestimmter Tierarten, ob das Schwarzwild in Frankreich mal war oder andere Beispiele, untersucht hat und dann festgestellt hat, ja, die genetischen Strukturen unterscheiden sich und daraus dann sofort zurückgeschlossen hat, daran ist jetzt die Autobahn schuld gewesen und daran ist die Zerschneidung schuld. Dass das nicht immer so ist, zeigt diese kleine Untersuchung, wo Dr. Gehle, der übrigens auch einen Großteil der Folien designt hat, von dem auch hier die Grafiken stammen, da haben wir uns im Grunde angeschaut, bereits vor dem Bau der A20
rechts und links der, oder südwestlich und nordöstlich, muss man konkret so formulieren, der zukünftigen Strecke, bevor sie überhaupt gebaut war, hat man Stichproben genommen und hat schon festgestellt, dass bereits vor dem Autobahnbau diese beiden Teilkollektive hier mit 1 und 2 gekennzeichnet, Stichprobenumfänge von jeweils um die 100, genetisch deutlich differenziert waren. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass es hier andere Gründe für diesen Befund gegeben hat. Welche das waren, konnten wir eigentlich definitiv nie endgültig klären. Wir gehen davon aus, dass es im Grunde entweder bestimmte Verhaltensstrukturen waren, die praktisch beim Rotwild ja bekannt sind, dass sich also Rotwildverbände eben sehr stark lokal auch konzentrieren, gerade die Mutterfamilien, und es dadurch möglicherweise über genetische Drift, also über Zufallseffekte, sich langfristig diese Strukturen eingestellt haben. Ist aber ein interessantes Phänomen, das es auch noch weiter zu verfolgen gilt. Warum schreibe ich jetzt hier in 54% Kälber? Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass man natürlich bei solchen Studien darauf achten muss, dass das Geschlechterverhältnis möglichst ausgeglichen ist oder zumindest dem in der Natur vorhandenen entspricht in der Stichprobe. Und in der Stichprobe sollte natürlich auch die Altersstruktur möglichst der Natur entsprechend abgebildet sein. Also gerade die hohe Zahl der Kälber ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Stichprobe uns da auch jetzt nicht in die Irre leitet, weil wir einfach die falschen Individuen untersucht haben. Also Fazit hieraus ist tatsächlich, wir müssen aufpassen, dass wir auch Befunde nicht fehlinterpretieren und zu voreilig auf Zerschneidung zum Beispiel schieben, auch wenn es andere Gründe dafür gibt. Ein anderes Beispiel haben wir in Sachsen gefunden. Da haben wir auch verschiedene Rotwildvorkommen, Populationen, Teilpopulationen untersucht. Und auch hier haben wir eine zum Teil deutliche genetische Differenzierung, zum Beispiel auch des Vorkommens Tharandter Wald oder auch der Dresdner Heide. Auch beide sehr isoliert, Dresdner Heide vor allen Dingen sehr isoliert gelegen. Tharandter Wald hat sicherlich noch Austausch zum Erzgebirge, hat aber einen sehr hohen Jagddruck. Und auch hier haben wir eine deutliche Differenzierung von solchen Teilvorkommen gefunden. Ein bisschen ein Tropfen Wasser in diesem Wein ist natürlich zu dem Wein der Erkenntnis, muss man sagen. Ansonsten ist es ja eher eine nicht so ganz positive Aussage. Muss man sagen, dass hier relativ niedrige Stichprobenumfänge pro Teilvorkommen untersucht worden waren. Wir versuchen eigentlich immer mindestens 50 Individuen, auch bei großen Arten, die jetzt in der Dichte nicht so hoch in der Fläche vorkommen, zu untersuchen. Es war aber hier einfach aufgrund der absolut niedrig vorkommenden Zahlen definitiv nicht möglich, wenn in einem Rotwildgebiet wie dem Tharandter Wald oder der Dresdner Heide deutlich unter 50 Tiere nur noch leben, dann werden wir diese Stichprobenumfänge dort natürlich gar nicht mehr erreichen. Also hier eine schon teilweise klare Differenzierung zwischen Rotwildgebieten, was wir jetzt mal auf der Stichprobenmöglichkeit, Fehlermöglichkeit abgesehen, schon auch auf die intensive Reduktion schieben. Das heißt also, durch Reduktion ist einfach auch gar nicht mehr das Volumen an Tieren da, um möglichst ein hohes Maß an Variation dann auch zu beinhalten und an die nächsten Generationen weiterzutragen. Dann gibt es ganz interessante Phänomene, die man auch bis heute nicht wirklich erklären kann. Das ist eine Synopse aus verschiedenen europäischen Untersuchungen, insgesamt über 1499 Individuen, also 1500 Individuen roundabout. Da fanden man interessanterweise eine gewisse klinale genetische Variation in Bezug auf einen Genort, SOD, Superoxidismutase, also ein Isoenzym-Genort wieder mit zwei Allelen. Und hier hat man offenbar nach Südosten hin nur noch das Allel B. Und ja, gut, diese Situation hier, Möhnesee, Rotwild, Möhnesee, Sika und Sika in Irland, ist natürlich eine spezielle Situation, das würde ich mal hier rausnehmen, diese drei Vorkommen. Aber hier zum Beispiel haben wir interessanterweise auch sehr viel SODA in diesen süddeutschen Vorkommen hier oder auch in diesen zentralen Vorkommen hier. Wie man das erklärt, ist auch schwer letztendlich zu belegen. Auch hier kann genetische Drift durchaus wieder eine Rolle spielen, also eine
ein zufallsmäßiger Verlust oder ein zufallsmäßiges Seltenwerden von einem Allel einfach durch einen begrenzten Populationsumfang. Es kann natürlich, klinale Variationen können natürlich, oder stehen eigentlich oft in dem Verdacht, auch durch sich ändernde Umweltverhältnisse bedingt zu sein, spricht jetzt hier nicht unbedingt so viel dafür, zumal ja eben hier auch dieses nach Süden hin nicht eindeutig weniger wird, das Allel A, sondern es gibt ja hier offenbar im Süden durchaus so einen Keil, wo das relativ häufig ist. Nach Frankreich hin wird es dann seltener und Österreich und Ungarn fehlt es dann ganz. Und wie gesagt, dieses Thema Allel A und Hybridisation mit Zika-Wild, da kommen wir nochmal oder haben das bereits in einem anderen Video auch schon mal dargestellt. Das werden wir hier auch noch zu gegebener Zeit in die Playlist einstellen. Jetzt nochmal so ein bisschen zum theoretischen Hintergrund. Jetzt bitte nicht erschrecken. Diese Formel ist eigentlich sehr, sehr einfach. Es geht nämlich um die Frage, wie viele Tiere sollten es denn eigentlich sein, damit eine Population oder ein Bestand langfristig genetisch überlebensfähig oder zumindest in einem genetisch günstigen Erhaltungszustand, so nenne ich das jetzt mal, ist, in Anlehnung an die Begrifflichkeit aus der FFH-Richtlinie. Die greift natürlich das Wort Genetik dort nicht so auf, aber man sollte definitiv auch diesen genetisch günstigen Erhaltungszustand mal definieren, wobei das sehr schwer ist, weil das eben definitiv sehr stark an der Art der untersuchten Tiere liegt. Bei einem Insekt oder bei einem Amphibium kann ein ganz anderes Maß an Variation für das langfristige Überleben erforderlich sein, als es bei großen mobilen Säugetieren, bei einem Nashorn, bei einem Rothirsch, bei einem Wolf der Fall ist. Die können oft mit viel weniger Variation leben. Das hat seine Gründe einfach darin, an anderer Stelle ist das ja auch schon mal gesagt worden, dass diese Tiere durch ihre physiologische Anpassungsfähigkeit letztendlich durch ihre Homöostase bei den Warmblütern, also die eine einzige Körpertemperatur, in der praktisch die ganze Biochemie des Lebens sich abspielen kann. Wir Menschen haben ja auch unsere 37 Grad roundabout Körpertemperatur konstant und das ist ja deshalb von der Evolution so eingerichtet, damit dort dann im Grunde auch eine interne gute Bedingung für alle biochemischen Vorgänge herrscht. Bei Tieren, die wechselwarm sind, ist das zum Beispiel ganz anders. Bei Bäumen, hat man ja auch schon gesagt, ist das anders, die brauchen mehr Variation. Und dementsprechend können wir eben nicht diese viel zitierte 50-500-Regel anwenden, die eigentlich immer wieder auch im Naturschutz genannt wird. Beispielsweise bei Rothirschen genauso wie bei Nashörnern, genauso wie bei Lurchen oder Kröten, sondern wir müssen uns definitiv genau auf die Art fixieren und müssen schauen, womit haben wir es zu tun. Unabhängig davon gibt es natürlich durchaus Hinweise, dass eben eine gewisse Mindestanzahl an Individuen sicherlich wichtig ist, um langfristiges Überleben zu gewährleisten. Wir können aber hier keine Zahlen nennen. Die 50-500 stammen meines Wissens aus alten Studien an großen mobilen Säugetieren von Remmert und sind eben nicht definitiv übertragbar. Wir wollen erstmal fragen, wie kommt man zu solchen Zahlen? Und das ist im Grunde eigentlich über die Wahrscheinlichkeit des Verlustes von genetischen Typen, also von Allelen zum Beispiel, oder Genotypen gegeben. Und wenn wir eine bestimmte Wahrscheinlichkeit eines Verlustes eines Allels ausrechnen wollen, dann müssen wir eben bestimmte Faktoren berücksichtigen. Zum einen beruht diese Formel, die ich Ihnen hier gerade zeige, auf einer sogenannten Hardy-Weinberg-Struktur. Das wurde an anderer Stelle ja auch schon mal angesprochen. Hardy-Weinberg-Struktur, ich wiederhole es nochmal kurz, ist hier nichts anderes als eine idealisierte, normierte Struktur einer Population, die von bestimmten Voraussetzungen ausgeht, die einfach für solche Rechenmodelle wichtig sind, die aber in der Realität oft oder meistens nicht realisiert sind. Also zum Beispiel beinhaltet eine Hardy-Weinberg-Struktur einen unendlichen Populationsumfang, den wir ja nie haben. Es beinhaltet Panmixie, also praktisch völlig gleiche Paarungschancen, also keine Paarungspräferenzen zwischen den Individuen bei sexueller Fortpflanzung zum Beispiel und Ähnliches mehr. Also diese Hardy-Weinberg-Struktur
ist, wie gesagt, ein theoretisches Konstrukt, was wir aber im Grunde als Referenzgröße für viele genetische Aussagen auch brauchen. Und die Wahrscheinlichkeit an einem Genort mit zwei Allelen, ein Allel sozusagen davon zufällig zu verlieren, zufällig heißt durch Reduktion der Populationsumfänge oder durch eine Stichprobe, ich nehme also für eine Untersuchung zum Beispiel eine Stichprobe aus einer größeren Population, die da begrenzt ist, doch hier kann ich per Zufall ein Allel sozusagen in der Stichprobe nicht drin haben, übersehen. Das ist jetzt vielleicht für die Population nicht so schlimm. Schlimmer ist es, wenn tatsächlich die Population reduziert wird und die Allele definitiv per Zufall verschwinden. Per Zufall heißt eben auch definitiv nicht durch Selektion. Und damit ist es eigentlich schon der andere wichtige Faktor genannt, nämlich die Selektion, die natürlich über die Anpassung an eine Umweltbedingung auch zu Veränderungen der allelischen Strukturen und genetischen, also genotypischen und allelischen Strukturen führen kann. Nur die Selektion geht von der Umwelt aus und führt im Grunde auch, wie gesagt, zu einer gerichteten Anpassung, während diese genetische Drift praktisch ungerichtet stattfindet und zufallsmäßig stattfindet. So, diese Verlustwahrscheinlichkeit nennen wir mal V und wir nennen PA die relative Häufigkeit des selteneren der beiden Allele und wir nennen praktisch als Komplement dazu dann 1 minus PA die relative Häufigkeit des häufigeren Alleles. Wir haben eben nur in der Betrachtung zwei Allele. Wenn das mehr Allele wären, wäre die Formel deutlich komplizierter. Bei zwei Allelen ist es einfach der einfachen Erklärbarkeit halber geschuldet, so dass wir nur diese beiden Häufigkeiten haben, PA und 1 minus PA. Und wir haben N, den Populationsumfang. Hier ist leider ein P zu viel. Hier unten ist auch ein R zu viel, sorry. Und das, wenn wir jetzt in die Formel einsetzen, haben wir praktisch, die Verlustwahrscheinlichkeit ist gleich 1 minus PA, also die Häufigkeit des häufigeren Allels zum Quadrat hoch N, wobei N der Populationsumfang ist, plus die Häufigkeit des selteneren Allels zum Quadrat, das Ganze hoch N. Dieser Term zeigt uns praktisch genau diese Verlustwahrscheinlichkeit und die können wir jetzt mal einfach, wenn wir jetzt, Sie können sich den Spaß mal machen und das mal nachrechnen, wenn wir mal eine Häufigkeit des seltenen Allels von 3,6% hätten angenommen, dann können wir durch Einsetzen in diese Formel definitiv herausfinden, dass wir bei einem Stichproben oder bei einem Populationsumfang in dem Sinne, in dem Falle von 1000, eine Verlustwahrscheinlichkeit von 48% pro Generation haben und dass wir bei einem Stichproben oder in dem Falle Populationsumfang von nur 50 immerhin eine Verlustwahrscheinlichkeit von 96% haben. Das zeigt uns, dass eben ein Allel in dieser geringen Häufigkeit bei 50 Individuen, beim Rothirsch jetzt als Beispiel, mit 96% durch Zufall verloren gehen kann. Wenn wir jetzt eine Häufigkeit des seltenen Allels, die etwa 3- bis 4-mal so hoch, nennen wir es mal 12% ist, vorliegen haben und setzen das wieder in die Formel ein, dann sehen wir, bei einem Populationsumfang von 1000 ist die Verlustwahrscheinlichkeit nur 9%. Bei einem Populationsumfang von 50 ist sie immerhin noch 89%. Sie sehen also einfach an diesem Beispiel, dass tatsächlich sehr viel Variation zufällig verloren geht durch Reduktion von Populationsumfängen. Und jetzt kommen wir im Grunde schließlich der Kreis zur Frage der Zerschneidung. Zerschneidung ist ja auch nichts anderes als Reduktion von Populationsumfängen, eine komplette Zerschneidung, zum Beispiel durch eine absolut rotwilddicht gezäunte Autobahn, kann aus einer Population, wenn sie durch diese Population hindurchführt, praktisch zwei Teilpopulationen machen, die dann auch echte Populationen sind, weil zwischen denen kein genetischer Austausch mehr stattfindet. Ich verweise hier nochmal auf das Video zum Thema Individuum, Population und Art. Und da sehen wir eben, dass die Zerschneidungseffekte, sei es durch Bejagung, durch nicht nachhaltige Bejagung, wenn wir so wollen, sei es eben durch Verkehrswege oder andere Faktoren, das wesentliche Risiko eigentlich der Allelverlust durch genetische Drift ist. Darauf wirkt dieser Zerschneidungseffekt. Also das ist eines der ganz wichtigen Botschaften, die wir heute
in dieser Lehrveranstaltung haben. Die Auswirkungen von Zerschneidung sind letztendlich Auswirkungen durch genetische Drift. Jetzt nochmal ein paar aktuelle Beispiele. Ich hatte es am Anfang ja schon mal erwähnt. Es gibt hier ein Beispiel eines relativ kleinen Rotwildgebietes in Hessen, der sogenannte Kroftorfer Forst. Und hier hat man mal sowohl rezentes Rotwild untersucht, das ist die Arbeit von Willems und Co-Autoren beispielsweise, aber auch die anderen zitierten Arbeiten beschäftigen sich mit dieser Frage der Situation in Hessen. Wir haben hier im Kroftorfer Forst eine Untersuchung, die betrifft rezent vorhandenes Rotwild, wo man Proben genommen hat, aber eben auch Proben aus zum Beispiel alten Geweihstangen. Und da findet man jetzt mit allen ja auch kleinen Fragezeichen so einer Methode, gerade wenn man die Geweihstangen sich zum Beispiel anguckt, dann haben wir eben das Problem, dass eben hier nur der männliche Teil der Population auch repräsentiert ist. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal gucken, sind die entsprechenden Allele auch auf die beiden Geschlechter gleichmäßig verteilt. Sowas muss man alles beachten. Und dann sehen wir tatsächlich, dass wir hier über diesen Fall jetzt molekulare Marker, das sind ja sehr neue Arbeiten, über insgesamt 16 molekulare Marker, an denen insgesamt 131 Allele vorkommen oder vorkamen, sind letztendlich heute 112 Allele vorhanden. Und diese 112 setzen sich zusammen aus einem gewissen Verlust von 39 Allelen, die definitiv aus dieser Population oder Teilpopulation, da können wir gleich mal nachgucken, was es ist in Wirklichkeit, verschwunden sind. Folglich 92 verbliebenen und dann sind 20 neu hinzugekommen. Das heißt, diese 20 neu hinzugekommenen, wie sind die da reingeraten? Da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder Mutation ist theoretisch denkbar, ist aber, ich sag mal, bei der Seltenheit von Mutationen, die letztendlich zu funktionsfähigen genetischen Strukturen führen, zu funktionsfähigen DNA-Strukturen führen, ist es eher unwahrscheinlich, dass Mutationen waren, sondern hier gehen wir davon aus, dass diese 20 Allele durch Zuwanderung von einzelnen Individuen in der Zeit dazugekommen sind. Wir haben aber insgesamt, und das ist eigentlich das, wo man so ein bisschen alarmiert sein muss, einen Nettoverlust über die Jahrzehnte. Und das zeigt eben auch, dass man hier mal gucken muss, woran kann das liegen. Und wenn man sich, jetzt haben wir gerade ein kleines technisches Problem, daher werden wir jetzt die Tabelle anders einblenden, bitte nicht wundern. Wir blicken jetzt nochmal auf einen einzelnen Genort, M8, und die entsprechenden Allele. Und auch hier kann man sehr gut erkennen, dass eben über die Jahrzehnte bestimmte Allele definitiv verschwunden sind und in 2010 zum Zeitpunkt der letzten Probennahme eben nicht mehr vorhanden sind in freier Wildbahn, dass andere durch offenbar Zuwanderung vermutlich dazugekommen sind, das sind die grün eingefärbten und lediglich die grauen sind diejenigen, die praktisch die ganze Zeit über persistiert haben oder dann irgendwann zum späteren Zeitpunkt hinzugekommen waren und bis 2010 vorhanden waren. Auch das können Sie ja schön in den Arbeiten von Professor Reiner und Mitarbeitern bzw. Mitautoren nachlesen, wenn Sie da genaueres zu wissen möchten. Ja, lassen Sie uns zum Schluss ein kurzes Fazit ziehen. Auch das jetzt bitte nicht wundern, ohne entsprechende Folien. Wir können also feststellen, dass anthropogene Einflüsse langfristig genetische Strukturen signifikant beeinflussen. Wir können uns dann fragen, was für eine Bedeutung hat dieser Einfluss? Und da können wir im Grunde auch, ohne dass man jetzt, glaube ich, sich zu weit aus dem Fenster lehnt, tatsächlich sagen, dass solche genetischen Veränderungen möglicherweise Frühindikatoren für Aussterbeprozesse sein können. Was will ich damit sagen? Es ist ja so, dass wir im Artenschutz in der Vergangenheit sehr häufig oder fast immer dann anfangen zu untersuchen, wenn es einer Art schlecht geht, wenn sie selten geworden ist oder wenn sie gar ausgestorben ist. Und dann stellt man sich eben die Fragen, was ist da passiert? Wie konnte es dazu kommen? Es ist wahrscheinlich wichtig, in Zukunft viel mehr in die Frühphase solcher Prozesse zu gucken. Und da ist das Rotwild natürlich ein sehr interessantes Beispiel dafür.
ist eine Art, wo eigentlich die meisten von uns sagen, ja, was wollen wir eigentlich? Es geht dieser Art doch gut. Es gibt ja an manchen Stellen sogar viel zu viel. Wieso redet ihr von Aussterbeprozessen? Und da können wir, glaube ich, schön zeigen, es ist beides irgendwo richtig. Es können durchaus lokal Teilpopulationen und Populationen mit vielen Individuen vorhanden sein. Es ist aber letztendlich der langfristige Trend zu beurteilen. Der langfristige Trend beim Rotwild geht in vielen Bundesländern ja dahin, jetzt auch gerade aufgrund forstlicher Probleme, die man manchmal einfach offenbar glaubt, nicht anders lösen zu können, als durch noch mehr Jagd, geht dieser Trend dahin, dass eigentlich die Populationsumfänge noch weiter reduziert werden. Und mit der Reduktion des Populationsumfangs geht ebenso wie mit Zerschneidung durch intensive Bejagung in Offenlandflächen zum Beispiel, geht das Risiko des Allelverlustes, des zunehmenden Allelverlustes einher, sodass wir, denke ich, diese Hypothese, können solche genetischen Veränderungen tatsächlich Frühindikatoren auch für langfristige Aussterbeprozesse sein, ernst nehmen müssen und das auch weiter im Auge behalten müssen. Und das letzte Stichwort ist langfristig. Langfristiges Monitoring. Das heißt, wenn wir solche Fragen weiter untersuchen wollen, dann ist es natürlich wichtig, dass wir praktisch genetische Strukturen, so ähnlich wie beim Rotwild, das ja geschehen ist, über viele Jahrzehnte im Auge behalten, weil das Aussterbeprozesse passieren in aller Regel nicht von heute auf morgen, sondern die ziehen sich sehr, sehr lange hin und oft über Zeiträume, die wir Menschen gar nicht wirklich überblicken und deshalb merkt man es oft auch gar nicht. Deshalb wäre es natürlich schon sinnvoll, bei solchen Arten definitiv auch die genetischen Strukturen langfristig im Auge zu behalten. Ein Problem dabei, das haben Sie vielleicht auch jetzt im Zuge dieser kleinen Lehrveranstaltung erkannt, ist die Tatsache, dass unsere Marker, unsere genetischen Marker, sich ja seit den 1970er, 80er Jahren bis heute deutlich geändert haben. Damals haben wir ein Set an Isoenzymmarkern gehabt, heute haben wir ein viel größeres Set an molekularen Markern. Und diese Marker sind insgesamt nur sehr schwer vergleichbar. Das heißt also, Kennzahlen, Heterozygotiegrade, Heterozygotenanteile, Variabilität und ähnliches, Anzahl von Allelen, ist natürlich extrem stark abhängig von dem Typ des Markers, den ich verwende. Und da hat natürlich das Problem oder hat natürlich der eigentliche Vorteil, dass man eben sehr fein auflösendere Marker mit den molekularen Markern erhalten hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch eine dunkle Seite, nämlich dass die oft oder die Ergebnisse dieser Untersuchungen nicht mehr mit den früheren Untersuchungen vergleichbar sind. Also theoretisch müssten wir heute parallel zu den molekularen Untersuchungen auch Untersuchungen mit Isoenzymmarkern noch machen, und zwar denselben, wie wir sie damals hatten. Das ist aber von der Kostensituation her in den allerwenigsten Projekten heute, ich kenne keins eigentlich, die das wirklich gemacht haben, darstellbar. Und deshalb ist das oft so, dass wir eben tatsächlich die Zahlen von heute oft nicht mit denen von gestern oder von vorgestern vergleichen können. Und das Ganze wird schlimmer, dadurch, dass eben im Grunde die Marker zunehmend auch zwischen Laboren durchaus schwanken. Also es gibt gerade bei den molekularen Markern, bei den Mikrosatellitenmarkern oftmals Laborartefakte oder einfach auch Laborresultate, die gar keine Artefakte sind, die aber anders aussehen als die gleiche Probe in einem anderen Labor. Und hier liegt in Zukunft sicherlich ein großes Problem, was so ein bisschen auch mit der Reproduzierbarkeitskrise in der Biologie zusammenhängt. Sie haben im Grunde kein Phänomen, was nur die Genetik betrifft und was nur die molekularen Marker betrifft, aber eben auch hier werden wir in Zukunft unsere Lösungen überdenken müssen, dass wir in irgendeiner Form auch hier eine Kontinuität an Erkenntnissen bekommen, um eben genau diese sehr, sehr interessanten, aber eben auch sehr schwer zu generierenden Aussagen, wie ist denn die Zukunft einer bestimmten Tierart, in dem Fall jetzt des Rothirsches, das können wir aber genauso gut für eine Insektenart, für eine Amphibienart, für eine Prädatorenart, für einen Meeressäuger oder Ähnliches machen. Die Probleme sind überall die gleichen und hier ist sicherlich etwas, was Sie auch in Zukunft als Praktiker draußen, als Fachleute, die in der Verwaltung oder in NGOs oder in ähnlichen Positionen, wenn Sie da gefragt werden oder wenn Sie auch Aufträge vergeben, sollten Sie sich bewusst sein, dass diese Dinge nicht trivial sind und sich im Grunde auch nicht von tatsächlich nur vermeintlichen Fachleuten einfach in diesen Dinge ungefragt und unreflektiert übernehmen, sondern wirklich auch selbst fragen, was sagen denn diese Ergebnisse eigentlich aus. Alles in allem
nochmal zusammenfassend, ja, es gibt hier offenbar durch Zerschneidung mehr oder weniger, je nach Art, große Probleme für die genetische Variation, auch für die langfristige evolutive Anpassungsfähigkeit, deren Messbarkeit aber im Moment leider nicht besser wird, sondern aufgrund eben mangelnder Vergleichbarkeit, mangelnder Reproduzierbarkeit über die Jahrzehnte hinweg eher schwieriger wird. Das war's zu diesem Thema. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.